So, jetzt habe ich hier wieder aus Versehen aus dem Bild rausgeklickt, weil wenn ich hier so hingehe, dann komme ich auf den zweiten Bildschirm. Aber so gehen wir auf den Hinterhof. Gucken mal nach. Wie geht's denn so? Hey, schaut mal, Jungs. Randy, der Grünschnabel. Kommt schon, sagt Randy hallo. Hi, Randy. Hi, Randy. Hallo, Jungs. Wir üben gerade. Klingt toll. Also, Randy, wir haben gehört, du warst ungezogen. Ah, wegen der Sache mit dem Loch? Nee, weil du dein Gemüse nicht aufgegessen hast. Ah, das war eigentlich gar nichts. Ich habe Mary nur gesagt, er soll mich in Ruhe lassen und er wollte nicht auf mich hören. Mann, du bist härter, als wir gedacht haben. Echt? Da hättet ihr mich mal im Callcenter erleben sollen. Das war wirklich badass. Randy, wie er leibt und lebt. Willst du eine Runde mitspucken? Nee, danke, aber... Ich brauche Frittierfett, Streichhölzer und etwas Dünger. Wisst ihr, wie man da rankommt? Was zum Geier ist denn Dünger? Tja, wie soll ich sagen? Scheiße? Hey, nennst du uns etwa Schweine oder was? Würde ich mir nie erlauben. Da bist du an die Falschen geraten, Grünschnabel. Vielleicht kann dir Sleazy mit den Streichhölzern helfen. Okay, ich rede mit ihm. Was ist denn so faszinierend am Spucken? Ich meine, bringt das Üben denn was? Weißt du, der Einzige, der beim großen Wettbewerb überhaupt eine Chance hat, ist Bruno. Und warum übt der dann nicht? Der hat in der Küche zu viel zu tun. Hat seinem Gehilfen den Arm gebrochen. Und jetzt hat er die doppelte Arbeit. Das macht ihn doppelt so wütend. Da kannst du einen drauf lassen. Na super. Sicher, dass du nicht mitmachen willst, Randy? Ja, sicher. Jungs, ich glaube, Randy hat Schiss vor euch. Der will nicht mehr mitspielen. Oh. 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 Tut mir leid, Jungs. Ich muss los. Man sieht sich. Bis dann, Grünschnabel. Nee. Haben hier immer nur, wer immer so quatscht, also diese Storys da erzählt. Ich will das haben, diesen Säureregulator. Gehen wir aber mal in den Hinterhof. Zum Glück bin ich davon Sleazy weg. Tja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Wäre dafür. Ja, ich hoffe, da wächst irgendwas. Ich will es aber nicht beschreien. Ach, cool. Kann ich nicht. Kann ich das anzünden? Ich will die Wespen da wegkriegen. Und wie mein Vater immer sagt, wenn irgendwelche Viecher dich belästigen, dann mach Rauch. Wobei, ich kann Rauch ja selber nicht und das ist schlecht, aber er raucht und dann fängt er an zu rauchen, wenn ihn Viecher belästigen, aber Lebensweisheiten, die ich teile mit euch, weil ich cool bin. Lagerfeuerlied. Das wär's. Verschwindet, ihr Drecksviecher, und kommt ja nicht wieder. Hätte mir echt schon vorhin einfallen sollen. Denn da hat mir mein Vater mal so eine Geschichte erzählt. Und zwar auf der Terrasse, wo er immer raucht, haben wir solche Wespen und so ein Wespennest an so einem Pfeiler gebaut. Und das Erste, was er macht, er raucht so und pustet dann einfach mal so den Rauch so gegen dieses Nest. Die ganzen Wespen fliegen raus, weil dieser Rauch dann in das Nest rein ist. Dann hat er mit so einem Stock von so einem Besen genommen und hat damit dieses Nest runtergeschlagen. Die sind dann an den Besenstiel zwar hin, aber ihn haben sie nicht angegriffen, weil die greifen ja nur das an, was das Nest angreift. Und dann, ja, dann ist das Nest runtergefallen, die haben sich verpisst und er hat's am Ende noch komplett zerstört. Und dann, ja. Weil wenn es nichts, wenn es was Lästiges gibt, dann sind das Wespennester irgendwo in der Nähe, wo du wohnst. Beispielsweise, ich habe auch so eine große Hecke um das Grundstück rum, wo das Haus steht. Und da bauen auch ab und zu mal einfach die Wespen ihre Nester rein und sowas. Das ist sehr nervig. Passt es offensichtlich. Ja, wo dann? Stelle mit ab.
irgendwas. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. Und die Saat, versteht sich. Wollen die mich jetzt verarschen? Es wären 9 Tage jetzt, Mann. Okay, mal sehen. Ich brauche Nikotinkaugummi, wenn ich... Was zum... Du scheiß Vogel, verzieh dich! Das werde ich Brooks sagen. Oder es wenigstens versuchen. Brooks? Ich hab gesagt, du musst nur was anpflanzen. Das liegt an dem blöden... Keine Ausreden, Gefangener. Wenn der Vogel dich stört, solltest du was unternehmen. Das Gärtnern ist eine heikle Angelegenheit. Also komm, kümmere dich drum. Ja, okay. Wir müssen eine Vogelscheuche bauen, würde ich sagen. Wer zur Hölle ist Brooks? Oder bin ich jetzt ganz... Ach nein. Wie kannst du dieses Kraut nur rauchen? Deine Lungen müssen wie Kohle aussehen. Vielleicht, aber... Du solltest Nikotinkaugummi probieren. Das ist gesünder. Das würde ich gern, aber Nikotinkaugummi ist das Einzige, an das ich nicht rankomme. Mach dir nichts draus, ich regel das. Und ich will nur eine Zigarette und ein Streichholz dafür. Ist doch ein guter Deal, oder? Glaub schon. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Keine Angst, ich sorge dafür, dass du immer Nachschub hast. Wobei, es fängt ja immer wieder der neue Tag von vorne an. Also, wir sind immer noch bei Tag 6. In dem Punkt, also. Eigentlich wären wir schon bei Tag 9 in diesem... In der Reihenfolge irgendwas, keine Ahnung, aber... So, also müssen wir mal Brooks sagen, dass sein scheiß Vogel die Finger weglassen soll von... Tut mir leid, dass ich nochmal störe. Brooks, deine Krähe geht mir so langsam so richtig auf die Eier. Nein! Jake ist doch kein Geier. Der ist eine Krähe. Hören Sie zu. Bringen Sie das Vieh unter Kontrolle oder ich kann für nichts mehr garantieren. Womit hantieren? Wenn's um irgendwelche Werkzeuge geht, kann dir vielleicht Sleazy welche besorgen. Oh, das bringt gar nichts hier. Okay. Ja, mein Freund, ich lass Sie mal mit Ihren Büchern allein. Was sollen das für Gerüche sein? Ich riech nichts. Wetter kommen. Gucken wir doch mal, wie viel Grad es heute hat. Ja, mein Wohnort, es hat 18 Grad draußen. Wie gern hätte ich doch mein Fenster jetzt offen, aber... Ich will da nicht... Oh, 33 Grad ist morgen am Scheiß. Aber am Freitag 28, das geht ja. Ich laufe eh immer nur zu Hause mit nacktem Oberkörper rum, weil es toll ist. Befüllen wir mal den Sack mit Laub, dann können wir schon mal so ein Stück, so mehr oder weniger so ein Leib machen. Für das. Obwohl da eigentlich Stroh reinkommt, aber... Meine Tabakvorräte vermehren sich ja.
Ich will mein Phosphor hier eigentlich nicht verschwenden, aber dann muss ich halt irgendwie Nachschub besorgen. So. Okay, versuchen wir es nochmal. Diesmal wächst hier was, da bin ich sicher. Den kann ich erst benutzen, wenn ich... Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. Und die... Hätte ich jetzt nicht tun sollen, meine ich. Okay. Ich habe noch etwas vorgehabt. Ich weiß nicht, ob Wie das funktioniert. Kannst du dieses vielleicht? Du solltest das... Mach dir nicht. Danke. So. Schon wieder? Scheiß auf dich! Und offensichtlich nicht genug Futter ge... Mann! Ich hab... Das liegt keiner aus... Das Gärtnern ist eine Halbleitung. Oh Mann, Murray. Der läuft so richtig beschissen, als hätte er einen Stock im Arsch. Oh Mann. Komm. Wegen dem Scheiß folgt uns diese verdammte Katze. Dann... Oh, jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht. Gestank ist schwer vergleichbar. Ja, die Katze bleibt da endlich. Hoffentlich fängt die diese verdammte Krähe. Verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze wurde nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Dich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Oh, die Katze, die sieht so süß aus. Obwohl die mir auf die Nerven gegangen ist, finde ich sie jetzt süß. Ironie oder Schicksal? Ich will mein Phosphor... So, jetzt muss mir noch die Saat aussehen. Okay, versuch. Okay, alter Junge. Bitte. Jetzt die Katze da. Oh, das finde ich so süß, wenn die Katze sich da mal reibt. Okay, heute ist der große. Keine Zeit jetzt zum Feilschen. Ich hab's geschafft. Es wächst was und die Krähe hat's nicht aufgefressen. Mann, ich hab mich nicht mehr so gut gefühlt, seit ich das der Pate-Box-Set gekauft hab und der dritte Teil war nicht dabei. Das ist echt stark. Okay. Muss sagen, du hast den Test bestanden. Glückwunsch. Von nun an bist du der Gefängnisgärtner. Hier der Schlüssel, wie versprochen. Danke, Murray. Ihre freundlichen Worte erwärmen mir mein Herz. Hey, könnte ich nicht auch für die Frauenabteilung verantwortlich sein? Du solltest das lieber ernst nehmen, Junge.
Der Schlüssel ist eine große Verantwortung. Vergiss das nicht. Sie werden stolz auf mich sein, Murray. Ja, endlich. Jetzt bin ich hier nach vorne gebückt, weil mich dann endlich der Ventilator... Entweder du kommst jetzt wieder sofort oder der ist näher dran an mir. Oder ist es Einbildung? Ich weiß es nicht. Ich wusste es. Dieser üble Gestank konnte nur eins bedeuten. Dünger. Okay, ich hab den Dünger. Jetzt sollte ich mich um den Phosphor kümmern. Weiß auch genau, wo ich den herbekomme. Oh Mann. Tauschzäpfchen. Tag 2196, Montag. War 96, 89. Wie ich schon sagte, im Gefängnis wird ein Mann fast alles tun, um seinen Geist in Bewegung zu halten. Wie es schien, war Randys Lieblingsbeschäftigung das Horten von Zigaretten und Streichhölzern. Immer eins nach dem anderen, Tag ein, Tag aus. Schätze nach allem, was er hinter sich hatte, entschied er einfach, dass es nun Zeit war zu gehen. Nun gut, Gefangene, hört her. Wie ihr bereits wisst, haben wir gestern Mr. Randall Hicks in unserer Mitte begrüßen dürfen. Keiner weiß, ob er so eine Art Tabakmogul ist oder nur ein Typ, der viele Ressourcen hat. Tatsache ist jedenfalls, dass er einige Gegenstände in seiner Zelle hat, die hier sehr begehrt sind. Deswegen hat er sich gewisse Privilegien erworben. Vergesst das nicht und zollt ihm den notwendigen Respekt. Danke für die Vorlesung, Mr. Schlüsselbrett. Aber die Tatsache, dass wir hier alle vor seiner Zelle stehen, beweist ja, dass wir wissen, wie gut sich Mr. Hicks um seine Freunde kümmert. Ja, ja, ja. Heute ist der große Tag, ich kann's fühlen. War jetzt lange genug hier drin eingesperrt. Irgendwie traurig, hier einfach abzuhauen. Hab mich richtig in dieses Drecksloch gewöhnt. Egal, Zeit an die Arbeit zu gehen. Mal sehen, was wir alles haben. Seife? Check. Phosphor? Check. Über 400 Pfund Streichhölzer sollten wohl genügen. Frittierfett? Negativ. Rosa Wismut? Nein. Und Dünger? Hab ich schon. Tja, dann muss ich den Rest mal besorgen. Kann ja nicht so schwer sein. Guten Morgen, Mr. Hicks. Morgen, Steve. Gibt's was Neues? Ihre neue Lieferung an Kaugummi und Zigaretten ist soeben eingetroffen. Perfekt. Sag den Jungs, sie sollen's in Lagerhalle 4 unterbringen. Aber, Sir, das Lager ist voll. Tja, dann lass dir was einfallen. Jawohl, Mr. Hicks. Ach, du Heilige. Wo? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir da? Verzeihung, kennen wir uns? Ja, aber sicher, mein Freund. Glaub aber nicht, dass du dich daran erinnern kannst. Ist schon... Also, wollen Sie irgendwas? Weil ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich bereite mich auf den morgigen Wettkampf vor. Ich will immer irgendwas, Alan. Ohne Ausnahme. Ich sehe, Sie kennen meinen Namen. Und wer, bitteschön, sind Sie? Ich heiße Hicks. Mir gehört der Laden hier. Ach ja, ich habe viel von Ihnen gehört. Warum schreist du eigentlich nicht mehr deinen Namen durch die Gegend? Oh, so etwas habe ich nie getan. Bist du sicher? Wie steht's mit deinem anderen Ich? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Klar weißt du das, Robert. Du irrer Freak. Ich heiße nicht Robert. Und ehrlich gesagt, wenn ich eine gespaltene Persönlichkeit hätte, dann wüsste ich wohl davon. Ja, klar. Warum haben sie dich dann in die Klapse gesteckt? Wegen der Riesenverschwörung, die gegen mich läuft, okay? Leute, die die Wahrheit kennen, sind den Mächtigen ein Dorn im Auge. Aber ich sage ihnen, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit und ich laufe nicht rum und schreie meinen Namen.